Next News Nummer 34, unser Jahresrückblick auf das Next Move Jahr 2018, aber auch einen Ausblick auf 2019 wollen wir euch geben. Zunächst noch einen Blick etwas weiter zurück, nämlich auf die Gründung von Next Move im Jahr 2016. Da sind wir noch gestartet als zwei getrennte Firmen, nämlich die CyX in Arnstadt, Dezember 15 sogar schon mit 10 Tesla Model S. Und hier in Leipzig Strominator gegründet im April 2016. Mit zwei Renault Zoe sind wir gestartet, kurioserweise genau an dem Tag, als die Kanzlerin die E-Auto-Prämie verkündet hat. Das ist schon lange her, beschäftigt uns aber bis heute. Also nicht die Renault Zoe, sondern die E-Auto-Prämie. Und das Unternehmen ist also gewachsen. Damals habe ich es im Nebenjob noch parallel zu einer Vollzeitstelle gemacht. Im Jahr 2018 jetzt sind wir im April mit der neuen Marke Next Move an den Start gegangen und haben auch diesen Kanal hier ins Leben gerufen. Wir haben dieses Jahr eine Menge auf die Beine gestellt. Wir haben drei Großveranstaltungen, kann man fast sagen, gerockt, nämlich unsere Next Move Days, den ersten ganz alleine sozusagen in der Mitte von Deutschland in Thüringen. Und dann auf dem Lausitzring und dem Hockenheimring jeweils mit Teamstärke fast am Start und insgesamt fast 5000 Probefahrten, die wir bei diesen drei Veranstaltungen in Summe gemacht haben. Wir haben drei Tesla Model 3 aus den USA nach Europa geholt, um euch spannende Einblicke in Testvideos zu geben, aber auch diese Autos vielen, vielen Menschen zugänglich zu machen auf verschiedenen Events. Wir haben Weltrekorde aufgestellt, Reichweiten-Weltrekorde. Wir haben das Model 3 1001 Kilometer autonom über den Lausitzring fahren lassen und spannende Videos dazu gemacht. Wir haben den E-Cannonball gewonnen, deswegen heute auch nochmal das E-Cannonball-T-Shirt beim Eco Grand Prix waren wir dabei. Wir wollen euch einfach mal ein paar Minuten, ein paar bewegte Bilder aus unserem bewegten Next Move-Jahr 2018 jetzt noch zeigen. Willkommen zu unserem Next Move Webcast, Folge Nummer 1. Heute geht's los. Bleibt informiert, abonniert unseren Kanal, dann seht ihr, wenn es draußen ist. Vielen Dank für heute und ciao. Zum Next Move Webcast Nummer 2. So, da sind wir wieder. Willkommen zum Next Move Webcast Nummer 3. Webcast, das Baby hat einen Namen. Next News Nummer 4. Gehen wir heute auf Sendung. Heute ist ein besonderer Tag für Next Move und für mich. Unser Neuzugang ist da, frisch und rot. Ein Tesla Model 3 hat den Weg zu uns gefunden, ist aus Amerika zu uns gekommen, ist also ein amerikanisches Modell. Wir sind hier in Bremerhaven. Wir machen heute sozusagen die erste Testfahrt. 430 Kilometer haben wir und wir werden ein bisschen berichten über die ersten Impressionen, was wir so vorhaben mit dem Auto, wie wir dazu gekommen sind. Bleibt dran.
lang zum Schnellfahren. Jetzt fährt der Marcel aus dem Team oder Teammitglied von Clean Electric. Jetzt können wir auch die Meldung verkünden, Airbag-System Need Service begrüßen wir seit 20 Kilometern. Ihr seid irre, ihr habt es geschafft. Wir haben es geschafft. Mit dem Beifahrer klappen. Wir haben gewonnen. Nicht Beifahrer, alle sind gefahren, alle die Jungs. Sind ja. Gefahren. Wir sind ja ein Team. Ja. Hi Markus. Viermal ein Team. Maximalen Spaß haben und gewinnen? Genau. In welchem Auto? Wo sehe ich besser aus? Also, so ein dickes Kinn hat. So. Wenn ich lache, seht ihr, dass ich mich gerade eben versprochen habe und wir schon im zweiten Versuch sind. Ja, das waren sie in bewegten Bildern, unsere Next-Move-Momente und Emotionen sozusagen aus dem Jahr 2018. Was den Fuhrpark angeht, sind wir ins Jahr gestartet, 2018, Anfang mit noch ungefähr 95 Fahrzeugen und haben dieses Jahr die Flotte auf 330 Fahrzeuge, die wir jetzt in der Flotte haben, erhöht. 2019 soll das so weitergehen. Wir wollen auf 500 Fahrzeuge wachsen im Fuhrpark. Natürlich alle voll elektrisch, nichts mit Range Extender und keine Plug-in-Hybride, also alles voll elektrische Fahrzeuge, die mit regenerativen Energien angetrieben werden. Wir sind im April mit dem YouTube-Kanal gestartet, stehen jetzt ungefähr bei 8000 Abonnenten, haben viele spannende Videos. Das soll auch so weitergehen. Wir würden gerne gemeinsam mit euch sehr bald die 10.000 knacken. Wer es also noch nicht getan hat, unseren Kanal zu abonnieren, sollte dies sehr gerne tun. Wenn wir die 10.000 geknackt haben, haben wir schon ein spannendes Gewinnspiel in Vorbereitung. Ich will noch nichts verraten, aber wir werden mehr als nur einen Preis haben, sondern dass also viele Leute auch was gewinnen können. Wir haben unser Standortnetz verdichtet und werden im Januar mit Frankfurt und Hannover zwei neue Standorte an den Start bringen, wo jetzt schon die ersten Autos angekommen sind und damit auch in der Fläche in Deutschland jetzt noch deutlich präsenter sind und zwei große Lücken da auch geschlossen haben. Was wir uns noch vorstellen können für nächstes Jahr, wäre mit einem Partner gemeinsam einen Standort in der Region Nürnberg zu eröffnen. Das könnten wir uns noch vorstellen. Als nächstes beim Thema öffentliches Schnellladen hat sich 2018 auch sehr viel getan. Ohne dass ich jetzt Detailzahlen kenne oder mir angeschaut habe, ist es gefühlt eine Verdopplung gewesen der öffentlichen Schnellladeinfrastruktur. Da steckt natürlich auch eine ganze Menge Fördergeld drin unseres Staates. Was wir uns wünschen würden, ist, dass die genauso viel Strom oder Gas geben wie wir auch. Und dass wir es endlich mal schaffen, dass die öffentliche Ladeinfrastruktur genauso gut funktioniert, wie auch E-Autos heute schon funktionieren. Da gibt es also noch Defizite außerhalb der Tesla-Welt mit den Superchargern. Die sind da Vorreiter. Andere ziehen nach in der Fläche und in der Quantität passt das auch. Aber die Qualität stimmt eben noch nicht. Da hoffen wir, dass es da auch Fortschritte geben wird. 2019 wird sicher auch ein großes Jahr für die Elektromobilität. Wir erwarten spannende Fahrzeuge im Fuhrpark, den Audi e-tron, den Kia e-Niro, den Ego Life aus Aachen, der Sion soll kommen, Mercedes EQC vielleicht auch schon, das heißt spannende Neuzugänge da auch im Fahrzeug, Ioniq Upgrade, 60er Leaf, mehr Reichweite wird es geben. Wenn ihr den Schritt selber noch nicht gewagt habt ins E-Auto, dann
nutzt es, die guten Vorsätze fürs neue Jahr, es mal zu testen, es mal auszuprobieren, in eurem Alltag zu probieren, ob das E-Auto bestehen kann und das bisherige fossil betriebene Fahrzeug vielleicht ersetzt werden kann. Wir sind da gerne an eurer Seite und geben euch das passende Handwerkszeug und die spannenden Autos bei uns aus dem Fuhrpark. Bleibt mir an dieser Stelle noch im Namen des gesamten Teams von Nextmove euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und ein gesundes und sauberes Jahr 2019. Tschüss.